wie sie mich anguckt mit ihrem Billig Mac und ihrer Kinderstimme. Da ist Scheiße, Hasi. Vor deinem Haus liegt ein Stück Kacke. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab, hä? Junge, ist das hell da draußen? Ultra cranky Informationen für euch. Oh mein Gott. Erstens, ich sag's Fitz. Was ist denn da? Mick? Das ist ein Mick. Das ist gerade Mulle Mick. Bah. Ihr seid wirklich, ich sag fast in jedem Video, aber es geht so ab. Ich muss mich ja dauernd bei euch bedanken, aber ich muss es auch machen, zwingend. Weil ihr die seid, die mich wachsen lassen, wisst ihr? Alles, was ich mache auf YouTube, hat ja nur einen Sinn, wenn ihr es schaut. Also, ihr seid der Grund, warum ich YouTube mache, versteht? Und der Grund wird immer mehr. Ja, also vielen Dank, ja, für alles. Sozusagen zum Dank, einfach, dass ihr auch mal was habt, gibt es zwei Dinge. Erstens, es gibt jetzt einen offiziellen Die Dumba Block Community Minecraft Server. Oh mein Gott. Ihr braucht den Feed the Beast Launcher, um da reinzukommen, und da ist Trident drauf. Das ist ein Spielmodus, in dem man, ja, man startet, rennt rum, sucht sich baut sich irgendwo eine Basis und kann dann eben Waffen bauen, Autos bauen, Fahrzeuge, Flugzeuge, alles mögliche und kann sich dann bekriegen. Es ist richtig crank. Ich habe letztens mit einem Scharfschützengewehr Kühe abgeschossen, also ich weiß nicht, was cooler ist. Ist auf jeden Fall ein Lebensziel gewesen, klar. Also ihr könnt da auf jeden Fall mitmachen. Ja, joint einfach rein, die IP ist unten verlinkt, mit allen drum und dran, Chambumble, Babumble, Hambumble. Man braucht ja nur die IP, was labert ihr so blöd? Wundert euch nicht über meine Haare, ich habe geduscht, deswegen sind die so, jetzt als zweites. Obacht, das erscheint erst kurz wie etwas, was ausschließlich für mich, was ausschließlich mir hilft, ja, weil ich mich dadurch Geld verdienen kann. Aber ich bin wie viele andere YouTuber auch Partner bei diversen Webseiten, Amazon oder MMOGA und so weiter und so fort. Und da bekomme ich eben öfter mal solche News, die eben an die Partner gehen und dann kann man die, das sind dann einfach günstige Spiele. Sachen, zum Beispiel Rainbow Six Siege gibt es gerade für 36 Euro oder sowas. Ich glaube, das ist ein Hardcore-Schnäppel. Und diese Sachen werde ich manchmal einfach unten in die Beschreibung reinmachen. Dieser Link ist ein Affiliate-Link, das heißt, ihr klickt drauf und seid über mich gereferralt. Also ich bin praktisch der Empfehler, ich habe euch dieses Spiel empfohlen. Und ich bekomme dafür einen kleinen prozentualen Anteil an dem Verkauf. Das, was eben euch zugutekommt, ist, dass ich da immer wieder ein Auge drauf habe, auf diese günstigen Dinge. Und immer wenn halt was, wenn ich was von denen bekomme, von wegen, yo, Fallout 8 kostet gerade nur 3 Euro, aber nur heute. Dann poste ich das halt auch auf Facebook oder sowas. Das ist halt lange mal wieder ein Infovideo hier. Ich habe echt schon ewig lang keine Infovideos mehr gemacht. Hier mit der Kamera in der Hand und sowas. Das lacht natürlich hart bei mir, ist klar. Tommy, ich zeige euch kurz der Hasi. Hasi, könntest du kurz aus deinem Haus kommen? Wie sie mich anguckt mit ihrem Billig Mac und ihrer Kinderstimme. Da ist Scheiße, Hasi. Vor deinem Haus liegt ein Stück Kacke. Ihh. Hasi, kannst du mal sauber machen? Oh, Hasi, bist du gerade kurz rausgekommen und wieder reingegangen? Ich kann dein Hintern sehen, Hasi. Mhm. Bang, girl. Die Hasi ist einfach faul manchmal. Hier noch was zum Alligator-Cover. Also ich glaube, ich werde tatsächlich kein Video machen. Ich habe noch nicht so die richtigen Ideen. Ich habe zwar ein paar Ausschnitte, ein paar Schnippeleien, die ich schon machen könnte, aber es würde ewig dauern, um das komplette Lied abzudecken. Also ich glaube, ich mache es halt einfach. Ich werde so einen visuellen Equalizer machen und vielleicht ein Bild von mir oder so. Ach, und kommt noch eine kleine Geschichte für euch. Meine kleine Nichte, ja, heute im Kindergarten, spielt anscheinend umher und steckt sich irgendwas in die Nase. Kam schon der Anruf von meiner Schwester, die auf der Arbeit ist. Jan, schnell! Da steckt was in der Nase, du musst sie abholen und zum Arzt bringen. Aber zum Glück war ihre Oma gerade auch am Start, ihre Lieblingsoma. Also die Oma ist generell ihr Lieblingsmensch. Und dann hat die Oma das zum Glück gemacht. Also, meine Mutter, das ist doch schrecklich. Und der Kinder steckt sich immer alles irgendwo rein. Bah. Hier entsteht eine Avocado-Pflanze. Aha. Schade, meine Schildkröte. Hey, Schildkröte. What the fuck happened, bro? Ja, soweit so gut. Ich werde den Minecraft-Server nochmal extra, nochmal ein Video machen, wie ich halt drauf bin und sowas. Ihr könnt mich dort natürlich auch antreffen. Ihr könnt draufgehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aufnehmen, wenn ihr wollt. Alles mögliche. Haut voll, nein, okay. Dazu sei noch gesagt, im März kommt ein zweiter Minecraft-Server. Wir haben schon überlegt, ob wir wirklich noch einen Minecraft-Server machen sollen oder ob wir einfach einen Garry's Mod-Server machen sollen oder Counter-Strike oder was für sich. Aber Minecraft ist halt immer noch hart gehypt. Und da gibt es vor allem so Spielmodi, so Plugin-Server. Es gibt nicht viele davon, von diesem speziellen. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe da so ein paar Kollegen, die halt voll im Business sind. Und die sind wohl immer voll. Und da wird händeringend nach anderen Servern gesucht. Und wir werden einfach so einen Server erstellen. Na, dann kommt ihr dann drauf und er ist immer voll. Mit Stammspielern und was weiß ich. Also am Anfang nicht, aber irgendwann. Aber übrigens, ich habe noch eine Frage an euch. Eine Stilfrage. Meine Freundin meint, so eine Kappe würde mir stehen. Fuck. Hey, Swag! Snack Charm Friend! Wir mähen jetzt gerade mal mit der Cup. So weit, so gut, nicht wahr? Also dann. Community Abend steht noch kein neuer fest. Muss ich noch überlegen. Ihr seid so durchgepeitscht. Alle Hauptkinders, gell? Ciao!